warum springt er an, wenn er gefragt wird, alles gut? Mhm. Sagen so, nee. Ja, da habe ich irgendwie bitterlichst geweint und habe gesagt, ich kriege mein Leben nicht mehr auf die Reihe. Mhm. Das lernt man ja aber daraus, wirst du auch gelernt haben, machen. Mhm. Nicht morgen, sondern heute. Book Deluxe, der Büchertalk mit Bärbel Schäfer. Wir sind wieder da mit Book Deluxe und Gast ist Moderator, Journalist und Autor Marco Schrey. Das Herzlich klingt crazy. Autor. Ja, du bist es, du hast es geschafft und kannst es selbst noch glauben. Aber guck, hier steht es, alles gut, das meiste schon. Wir reden heute über die Erfahrung einer tückischen Krankheit, die insbesondere deine Mutter, aber irgendwie auch die ganze Familie und dich aus der Bahn geworfen hat. Wir fangen an mit dem kleinen Marco, ja? Also wir lassen uns anfangen mit Trabi, Tetris und Hackklopsen und einer glücklichen Kindheit in der ehemaligen DDR. Die hatte ich wirklich. Die also das, man muss das ja immer einschränken. Man muss ja immer sagen, ja, in der DDR haben viele Menschen leiden müssen und es gibt ganz schreckliche Geschichten, das gehört zur DDR dazu. Aber ich als Kind und Jugendlicher hatte in der DDR einfach bis dahin die schönste Zeit meines Lebens. Ja. Du hattest sehr junge Eltern. Ja, die haben mich mit 18 bekommen. Und wenn ich mir das heute manchmal angucke, so wenn Kinder von Freundinnen und Freunden um die Ecke kommen, ich glaube, euer Nachwuchs ist auch in diesem Alter. Gut, es war bei mir keine Teenage-Pregnancy. So viel kann ich dir verraten. Nein, aber stellt euch vor, käme jetzt schon ein Kind um die Ecke. So war das bei meinen Eltern damals, dass sie ganz jung zu mir kamen und dass es ein Unfall war. Und meine Mutter irgendwie meinem Vater sagte, wir ziehen das jetzt durch. Und du gehörst dazu, mein Freundchen. Und dann haben die das gemacht und ich bin mit meinen jungen Eltern genau so jung und entspannt groß geworden. Und jetzt hast du sie in deinem ersten Buch Schreiben zurückgeholt. Wie war das denn, diese Annäherung für dich? Ganz speziell. Also beide Eltern verstorben, obwohl wir eben so eine junge Gang waren. Mhm. Ne? Und es war nochmal so ein... Ja, es war wie ein Fotoalbum ohne Fotos, ne? Was man nochmal so im Kopf abgespielt hat, sich über viele Sachen Gedanken gemacht hat, weil eben über das, was wir da jetzt vielleicht in den letzten 2,5 Jahren erlebt hätten, tatsächlich nicht mehr reden können und alles, was davor war, so schön, aber trotzdem auch vieles so krass und so traurig auch war. Also es war eine sehr emotionale Reise. Und geholfen hat dir so ein bisschen wie so eine kleine Erinnerungskrücke, eine Tagebuchaufzeichnung. Ich bin so froh. Und wirklich eben auch Fotos, aber eigentlich gut, dass du sie hattest. Ne? Weil man erzählt sich ja manche Dinge schön, man schreibt die Oma vielleicht glänzender, als sie dann tatsächlich war. Aber wobei meine Oma war ganz glänzend. Ja. Warmherzig, lustig, unglaublich viel immer auf dem Tisch auch, zusammenkommen, ja. Gemeinschaft. Also richtig eingebunden in Familie. Ja, also ich hatte wirklich eine ganz tolle Oma. Auch die hat jung Kinder bekommen, hat meine Mutter jung bekommen. Also meine Großmutter war noch nicht mal 40, als sie Großmutter wurde. Ne, die war da weit entfernt. Was ist 18 und 18 sind 36. Meine Oma wurde Großmutter mit 36, war da selbst schon Witwe, als ich zur Welt kam. Hatte einen Hof zu stemmen mit Schweinen, mit Hühnern. Mit Hunden, mit viel Dreck. Ich erinnere mich daran, ich bin in viel Dreck groß geworden, aber meine Oma hat das gewuppt. Und die hat irgendwann aus nichts irgendetwas gezaubert. Also meine Großmutter war so eine Frau. Pragmatisch klingt das so. Ja, wenn ich zu der gekommen bin, hat die alles stehen und liegen lassen. Mhm. Wenn was im Herd war, hat sie den ausgeschaltet. Und dann war ich wirklich, also dieses in die Augen gucken. Mhm. Und also das, was wir heute haben, dir, Eltern Junge? Mit Handy, Kinder auf dem Spielplatz, keiner nimmt die Reaktion wahr. Gab's nicht. Du hattest Full Attention. Absolut. Es gab jetzt auch nicht so viel Konkurrenz in deinem Alter, um das mal vorsichtig zu sagen. Welche Werte hat dir dieses Netzwerk von, du hast es gerade Family Gang genannt, denn vermittelt? Eben dieses Zuhören, also... Ja, zuhören, sich was trauen können. Also ich weiß, dass sowohl meine Oma als auch meine Mutter, die waren immer die Verfechter von, mach's doch erst mal. Sag doch nicht gleich nein. Oder meine Oma, probier's doch erst mal, so dieser typische Spruch. Oder meine Oma hat auch immer so gesagt, so Junge, du kriegst das schon hin. Mhm. Also dieses Grundvertrauen ist mir mitgegeben worden. Wie so ein familiärer Rückenwind klingt das. Ja, und auch wenn ich sie heute nicht mehr anfassen kann, meine Oma gibt es auch nicht mehr, aber das lebt noch so mit. Dieses Komm,
mach das mal. Also ich bin kein Mensch, ich muss nicht Bungee springen und ich muss auch keinen Fallschirmsprung machen, aber mich etwas zu trauen, zu wagen und keine Angst zu haben, das habe ich von meinen Eltern, von meiner Oma mitbekommen. Und das gehört ja zu deinem Beruf, zu unserem Beruf unbedingt mit dazu. Da muss man sehr oft in kaltes Wasser springen. Und der Papa, also zwei starke Frauen, aber eben auch der Papa, auch jung, immer, so beschreibst du ihn, für eine Überraschung gut. Und gleichzeitig auch handwerklich sehr, sehr begabt. Aber in Alles gut, das meiste schon, geht es eben auch um deine Mutter, die krank wird. Wie hast du denn die... Und die Krankheit geht einher mit einer Wesensveränderung. Was würdest du denn sagen? Wie hast du denn gemerkt, dass sich ihr Wesen verändert hat? Das war ja ein schleichender Prozess. Das ist genau das Gemeine. Ne? Mhm. So beschreibe ich es auch, diese gemeine Krankheit. Dass wir es gar nicht richtig gecheckt haben, dass das eine Erkrankung ist. Sondern meine Mutter, um es banal zu sagen, wurde eine eigenartige Person. Mhm. Eine Person, wo... Eigenartig, wo man denkt, abstoßend? Nein, irgendwie so, was ist mit der heute los? Also wo man zu einem Freund oder zu einer Freundin gehen würde und sagen würde, sag mal, was ist dir denn über die Leber gelaufen? Wir sehen uns morgen, dann können wir mal drüber reden. Das ging aber nicht. Mhm. Und ich wusste als Sohn und mein Vater als Ehemann, wir wussten überhaupt nicht, wie wir das handeln sollten. Um das zu erklären, Chorea-Huntington-Kranke können zwei verschiedene Wege gehen. Ne? Also einmal kann die Erkrankung dafür sorgen, dass sie sich sehr zurückziehen, dass sie sehr introvertiert werden. Oder sie werden sehr aggressiv, sehr laut. Und das ist bei meiner Mutter passiert. Also sie hatte kein Maß mehr. Meine Mutter hat sich zum Beispiel in einem Urlaub irgendwie geschenkte Marmelade. Ein Freund besuchte uns im Urlaub, hat als irgendwie so Dankeschön zwei selbstgekochte Marmeladengläser mitgebracht. Das hat die sich in so Löffeln auf das Brötchen geschaufelt, wo ich natürlich, so bin ich erzogen worden, gesagt habe, so, da würde gerne auch noch jemand anders was von haben. Das war genau dieser Moment, wo ich dachte, das ist doch nicht meine Mutter. So eine Maßlosigkeit plötzlich. Oder auch so ein Kontrollzwang setzte ein. Also habt ihr das Fenster oben zugemacht? Ja, haben wir zugemacht. Ja, aber habt ihr es wirklich zugemacht? Ja, Mama, wir haben das zugemacht, ist überhaupt kein Problem. Ja, aber seid ihr wirklich sicher? Ich gehe noch mal hoch, ich schaue noch mal. Und ich musste nur bis hinter die Tür gehen, weil ich wusste, das Zimmer ist wirklich oder das Fenster ist wirklich verschlossen. Also meine Mutter hat sich sehr verändert und das war das Gemeine, dass ich irgendwann dachte, jetzt möchte ich gern wissen, was steckt dahinter, weil diese Person ist nicht mehr meine Mutter. Aber das Perfide an dieser Krankheit ist ja eben auch, sie ist noch deine Mutter äußerlich. Es gibt ja Krankheiten, da verändert sich die Haut oder du nimmst vielleicht zu oder egal was. Und das war ja bei ihr nicht so. Äußerlich war alles so wie immer. Und trotzdem kamen diese schleichenden Veränderungen. Und du bist wirklich ein Familienmensch, wenn man, also wer das nicht vorher schon wusste, aber spätestens, wenn man dieses Buch gelesen hat. Gab es für dich auch irgendwann einen Punkt, dass diese Veränderungsschritte so unangenehm wurden, dass du sagst, so Weihnachten, dieses Weihnachten komme ich jetzt mal nicht nach Hause. Es ist genau ja das hat es gegeben. Also gerade dieses Weihnachtsfest hat einen sehr, sehr zentralen, eine zentrale Aufgabe bei uns. Also wir beide kennen das. Wir sind im Jahr 2014 ungefähr. Richtig, genau. Wir beide kennen das. Unsere Berufe finden statt, wenn andere Fernsehen gucken oder Radio hören. Dann haben wir zu arbeiten. Und das also ein wichtiger Termin, wenn du da auch frei hast. Richtig. Ich habe das häufig so gesehen, dass man das dann tun muss. Aber ich habe immer gesagt, Weihnachten ist mir heilig. Mhm. Da möchte ich nach Hause fahren. Und das irgendwann zu hinterfragen und zu sagen, auf Deutsch gesagt, ich habe keinen Bock, mir den Driss anzutun. Da habe ich keine Lust drauf. Das war schlimm. Und sie hat sich so verändert. Ich habe mir irgendwann, was willst du dir wünschen mit 40? Ich habe mir irgendwie viele Wünsche selbst erfüllen können, glücklicherweise. Ich habe dann irgendwie gesagt im Sommer, Mutter, ich würde mich total freuen, wenn du mir so eine Dose Weihnachtsplätzchen backen würdest. Irgendwann so jetzt im Herbst. Und das hat sie dann irgendwie nicht geschafft. Und so hat sie mir das auch gesagt. Sie hat gesagt, habe ich nicht hinbekommen. Also kleine Abschiede, die du registriert hast. Ja, ich wusste, das würde sie nie gesagt haben. Nie. Und dann habe ich mein Bestes gegeben, herauszufinden, was dahinter steckt. Dann lass uns doch mal über Chorea Huntington sprechen. Ist das eine Krankheit, die, würdest du sagen, bekannt ist? Nee. Wie viele Leute sind davon betroffen? Und offensichtlich sind die Symptome ja auch, es kann der Rückzug sein, es kann Maßlosigkeit sein, auch gerade bei Süßigkeiten. Also man sagt immer so 10 bis 15 auf 100.000. Mhm. Das ist aber nur eine Zahl, die über den Daumen gepeilt ist, weil es ja so viele
nicht erkannte Fälle gibt. Mhm. Und Chorea-Huntington ist eine Veränderung, also es ist eine genetische Erkrankung, ist eine Veränderung auf dem sogenannten Huntingtin-Gen. Und auf diesem Gen, um es einfach zu erklären, sind so Proteine wie an so einer Kette aufgereiht. Und dort sind es zu viele Proteinwiederholungen, die dafür sorgen, dass das Hirn nicht mehr funktioniert. Und also eine Art Eiweißverklebung ist es. Richtig. Und irgendwann degeneriert sich das Hirn. Und blöderweise startet dieser ganze Prozess in dem Teil des Gehirns, wo diese ganzen Soft Skills stattfinden, wo Empathie stecken, wo vielleicht auch Liebe steckt und wo eben steckt, ich backe meinem Sohn Weihnachtsplätzchen. Und plötzlich wurde sie dann so kalt auch ne, gegenüber anderen, abweisend, hat Aussagen gemacht, für die man vielleicht als unangenehm empfindet. Und das hat mit diesen Verklebungen zu tun? Ich habe mich wirklich versucht, da medizinisch ranzurobben. Herr Dr. Schreiber. Ja, es ist wirklich ein schwieriges Thema. Ich hatte zum Glück echt mit Dr. Lange einen Mediziner, den ich auch immer wieder fragen konnte, verstehe ich das richtig? Dieses Gen beginnt sich zu verändern, zu mutieren, hoffentlich ist das der richtige Begriff. Und eben, weil ich es gar nicht hundertprozentig gut erklären kann und weil es auch Medizinerinnen und Mediziner bei uns in Deutschland gibt, die aber dann wird's doch nicht erkannt. An Unikliniken arbeiten, die davon gar keine Ahnung haben. Ja? Die Hausärztin meiner Mutter, richtig, die hatte wirklich nicht richtig viel Ahnung davon. Und so sind wir da echt in diese Einbahnstraße, in eine Sackgasse gefahren. Das klingt aber auch nach einem einsamen Prozess. Also du bist ja erstmal alleine mit diesen Menschen, denen du ja liebst und wohlgesonnen bist und eben so viele Jahre auch schon kennst. Und es bleibt ja am Anfang die Irritation, bevor dann die medizinische Suche beginnt. Und bis du keine Antwort hast, bist du doch alleine. War ich auch. Also ich war wirklich allein. Ich gebe zu, ich wollte auch irgendwie allein sein. Da bin ich... Ich bin in der Stelle wirklich ein Steinbock mit dem Kopf durch die Wand und lieber ich will statt ich möchte. Du hättest und mich immer angerufen, Marco. Ich konnte mich schwer anvertrauen. Also Menschen, die zu der Zeit mit mir gearbeitet haben, haben wahrscheinlich damals genau dasselbe gedacht und haben gedacht, was ist mit dem eigentlich los? Mhm. Warum ist der so dünnhäutig? Warum springt der bei der kleinsten Kleinigkeit an? Warum können wir mit dem, man kann es mit dem gerade gar nicht reden? Warum springt er an, wenn er gefragt wird, alles gut? Sagen sie so, nee, natürlich nicht. Sagt man Entschuldigung. Schluckst du es runter? Es war eine ganz schlimme Zeit und durch die bin ich durchgegangen, habe mich da durchgeackert. Ich habe mir immer gesagt, das ist die Erkrankung meiner Mutter. Auch als ich dann wusste, als die Diagnose irgendwann kam, habe ich gedacht, so, das ist die Erkrankung meiner Mutter. Ich möchte auch nicht, dass meine Mutter besten Freundinnen oder Freunden erzählt, dass ich an der Wade einen Leberfleck habe. Ne, das möchte ich ganz gern selbst erzählen. Ich wollte ihr diese Privatsphäre lassen und war aber gleichzeitig auch der Sohn. Aber sie hat sie auch eingefordert, als die Diagnose dann nach einer langen medizinischen Suche auch klar war. Und du sagst gerade, es betrifft die Soft Skills, aber es betrifft natürlich auch nachher den Bewegungsapparat. Also das Gehen, das Bewegen der Extremitäten fällt ein wenig schwerer, das Schlucken. Da hat sie doch auch zu dir gesagt, erzähle es nicht. Richtig. Sie hat mir wirklich dieses Versprechen abgerungen. Ja, das hat sie mir in meinen Rucksack gepackt. Es gab die Verkündung, die Humangenetikerin hat also meiner Mutter und mir erklärt, dass meine Mutter Chorea-Huntington erkrankt ist. Und meine Mutter sagte, das behältst du für dich. Sie wollte da selbst durch. Und an dieser Stelle ist mir natürlich immer bewusst geworden, ich bin der Sohn meiner Mutter. Wir sind beide gleich dickköpfig. Mhm. Ja. Und dieses Recht wollte ich ihr lassen. Aber da entstand eine zweite Einbahnstraße, meine eigene plötzlich, mit der ich zurechtkommen musste. Und es waren so ganz banale Sachen. Also ich hatte einen Festnetzanschluss zu dieser Zeit. Die Jüngeren unter uns werden sich nicht mehr erinnern, was das ist. Ja? Es gab einen Festnetzanschluss und diese Nummer hatte wirklich nur meine Mutter oder die hatten meine Eltern. Das heißt, wenn das Telefon bei mir in Köln klingelte, wusste ich, können nur die Eltern. Was ist los? Ja, wo hängt ihr? Was macht ihr gerade? Mhm. Und das klingelte dann eben auch nachts um 2.45 Uhr. Oder um 3.25 Uhr und ich bin ans Telefon gerannt und Mutter hatte so eine aggressive Phase, dass sie die schlimmsten Sachen über Vater, über die Nachbarn oder über den Einbrecher im Erdgeschoss berichtete. Das ist eine ziemlich dramatische Situation in deinem Buch, dass im Grunde deinem Vater gesagt wird, das ist die Krankheit, wo du als Partner, und das war ja ein cooles Paar, ja, die haben viel zusammen aufgebaut und waren sich ja auch nah, gesagt wurde,
hau ab. Ja. Hau ab, solange du noch kannst. Und eigentlich heißt es doch immer, in guten und in schlechten Zeiten bleib da, wenn auch die schwierigen Jahre kommen. Ja. Ja? Ihr seid dann zusammengezogen in der WG. Also die Männer haben sich solidarisiert, Vater und Sohn. Und die Mutter wollte alleine bleiben. Ja, es war auch dann am Ende die beste Version so, dass mein Vater da irgendwie rauskam. Also der tat mir in dieser Phase so leid, weil er wirklich auch nochmal mit 60 alles verlor, was er sich mit meiner Mutter gemeinsam aufgebaut hat. Und weil er gependelt für den Job, also genau. Er hat auch unglaublich viel für diesen Aufbau. Ja, der hat nicht dieses Gen gehabt zu kämpfen um etwas, was ihm eigentlich gehört. Der war so, ja, behalt halt, was du behalten musst. Und dann hatten wir dieses gemeinsame Jahr, er ist zu mir ins Gästezimmer gezogen nach Köln und ist erst von dort zu seiner Arbeit ins Sauerland gependelt und kam dann am Wochenende. Dann wurde auch er, hat eine Herzerkrankung bekommen, dann wurde er krankgeschrieben, kam in die Klinik und so hat uns das zusammengeschweißt. Und ich weiß, dass mein Vater, obwohl meine Mutter ihm in all dieser Erkrankung auch wirklich viel wehgetan hat, dass mein Vater der war, der diese Bande zusammenhalten wollte, der ganz häufig gesagt hat, hast du heute schon versucht, mit deiner Mutter zu reden? Aber du bist doch auch hin und her gefahren. Du hast moderiert, du hattest Samstagabendshows und wir kennen das alle, Backstage, 7:45 geht das Rotlicht an. Ja? Man hat die Teambesprechung, man hat die Proben, dann telefonierst du noch mit dem Arzt und fährst zwischen deinen ganzen Produktionen natürlich hin, weil du dir Sorgen machst. Also im Mittelpunkt steht die Krankheit deiner Mutter, aber dein Mittelpunkt verschiebt sich doch auch. Du hattest immer ein Parallelleben voller Sorgen. Du hast ja nach außen funktioniert und du machst Unterhaltung. Ja, und umso bitterer sind dann so Einschätzungen. Du wirst es auch kennen, wenn Presse Leistungen im Fernsehen einschätzt, wo ich manchmal am Tag danach dachte, wenn ihr wüsstet, wie zerrissen meine Seele gerade ist und wie bekloppt ich war, dass ich 10 Minuten, bevor die Live-Sendung losging, dann doch noch ans Telefon gegangen bin, um mich zusammenstauchen zu lassen oder mir irgendwie den Rucksack noch voller packen zu lassen. Das war einfach dumm von mir. Aber warum hast du gedacht, du kannst das tragen, du schaffst das? Weil es meine Mutter war. Also das ist ja wirklich ein Satz, den meine Mutter mir auch sagte. Ich bin deine Mutter. Ja? Und damit hatte sie auch immer recht bis zum Schluss. Und für meine Mutter hätte ich auch alles getan und habe ich auch getan. Ich habe ihr nur irgendwann einmal wirklich sagen müssen, das stimmt, aber du bist nicht mehr meine Erziehungsberechtigte und deswegen hören wir an dieser Stelle auf zu reden. Da gab es dann Abgrenzung auch von deiner Seite. Also ich musste irgendwann auch wirklich mich selbst schützen und wir haben dann auch wirklich mal 6, 8, 10 Wochen gar keinen Kontakt gehabt. Ich habe mir so ein System drumherum aufgebaut. Ich habe mit der Betreuungsstelle, mit dem Gesundheitsamt, mit allen möglichen Mitarbeitenden dort telefoniert und habe immer so leicht Informationen bekommen unter der Hand. Das hast du sehr, sehr gut gemacht, dieses Netzwerk, aber gleichzeitig, wie du auch sagst, so ein bisschen unter der Hand, weil sie war ja nicht entmündigt. Nein. Sie war in ihrer Krankheit eine Person mit einer Selbstbestimmung. Das heißt, die Information, die du dir natürlich als Familienangehöriger musste ich wieder und verschweigen. Auch als Prominenter vielleicht noch mal leichter bekommen hast, musstest du eigentlich verschweigen. Ja, es war so wie Bunte oder Gala lesen, was erfahren und der besten Freundin oder dem Freund nicht weitertratschen dürfen. Es war ganz schrecklich. Also zu wissen, ja, ihre Mutter ist heute mit dem Auto unterwegs gewesen. Ich wusste, sie darf gar kein Auto mehr fahren, weil sie keinen Führerschein besitzt. Und sie war irgendwie beim Friseur und die Friseurin hat sich bei uns gemeldet und da ist dies und das und jenes passiert, wo ich dachte, ja, das dürfen wir eigentlich alle gar nicht wissen, weil meine Mutter ist mündig und eine Person und eine Persönlichkeit, die man so mit zu nehmen, Privatsphäre ja, die man so zu nehmen hat, wie sie ist. Und das war ganz schwierig in dieser deutschen Gesetzgebung, mich irgendwie immer am Rand oder ganz leicht über dem Rand zu bewegen und bestimmte Sachen in die Wege zu leiten. Du hast illegales Terrain betreten, Marco. Ja. Für die Mama. Für die Mama, ja und klar. Für die Liebe, die man dann eben doch hat und dieses verwobene familiäre Netzwerk. Aber Chorea Huntington ist, weil es eine genetische Krankheit ist, so wie du es ja beschrieben hast, auch deine Krankheit. Ich hoffe nicht, aber ich weiß es nicht. Also du trägst das in dir, aber ob das eben herauskommt, das weiß man nicht. Ist das ein schleichender Prozess oder sind die Symptome plötzlich da? Von was für einem Zeitraum der Veränderung reden wir? Weil sie hat ja, dann gab es ja Phasen, hat sie die Tür nicht mehr aufgemacht. Du bist dann zu ihr gefahren, nach der Produktion hast an die Tür geklopft und im Grunde
hat sie den Zutritt verweigert. Also das war wirklich auch eine schlimme Phase. Ich bin irgendwie 400 Kilometer von Köln nach Thüringen gefahren und habe geklingelt und stand davor wie so ein, tatsächlich wie ein Fremder. Ne? Ich hatte auch keinen Schlüssel mehr zur Wohnung meiner Mutter. Und das war ganz bitter, bin dann wieder nach Hause gefahren, das ist mehrfach passiert. So. Und ja, es zu wissen, dass meine Glaskugel, die ja irgendwie so imaginär vor mir liegt, dass ich dieses Tuch abziehen könnte, um da reinzugucken und zu wissen, was habe ich eigentlich abbekommen von dieser vererbbaren Erkrankung. Macht das Angst? Oder macht dir das, hast du nee, da das macht Platz große, für? Das macht große Angst. Und ich weiß auch nicht, ob ich es jemals tun möchte. Mhm. Und ich weiß aber, wenn jemand sagt, ja, diese Erkrankung besitzen Sie, dann hat die Person 10, 12, 15 Jahre. Also bei meiner Mutter ging es relativ zügig dann irgendwie. Man kann ja auch nicht so ausmachen, wann hat es wirklich angefangen? Ne? Wann das ist es wirklich aufgetreten? Manchmal denkt man einfach nur, wie du gesagt hast, heute hat sie aber einen schlechten Tag und morgen ist sie vielleicht wieder ein bisschen freundlicher. Aber das würde ich gerne nochmal sagen. Wie geht Leichtigkeit vor der Kamera? Ich kenne das von der Trauer um meinen Bruder. Ja, der ist ja tödlich verunglückt. Und dann trotzdem eben auch weiter zu, wir sind selbstständig und du machst dann ja auch weiter, weil du ja auch etwas machst, was du liebst. Hm. Aber wie geht das bei dir? Wie ging das bei dir? Ich werde wahrscheinlich denselben großen Schalter umgelegt haben, wie du ihn auch umgelegt hast. Und zwar immer wieder. Und das Ding ist, man legt den ja auf die Stelle Arbeit und man dreht ihn wieder zurück. Mhm. Und die Stelle Arbeit funktioniert dummerweise viel, viel besser als das Zurückdrehen. Und ich wünsche mir viel mehr Sensibilität. Ich wünsche mir, dass Menschen, die sowas durchmachen, ob sie Chorea-Huntington-Betroffene in der Familie haben, demente Menschen, Alzheimer-Betroffene, andere Erkrankungen, die dich wirklich treffen, wenn Menschen Menschen verlieren, so wie du es erlebt hast, dass wir viel häufiger zu Menschen gehen, die das professionell auch in die Hand nehmen können. Ich hätte es wirklich tun sollen, mich bei jemandem auch wirklich auszuschütten und zu sagen, wissen Sie, es passiert gerade was richtig Blödes in meinem Leben. Es gab 2, 3 Personen in meinem Umfeld, die ich eingeweiht habe. Und dann kommt aber irgendwann natürlich dieser Punkt, wo du denkst, es ist strahlender Sonnenschein. Wir sitzen bei 35 Grad in der Sonne, trinken Rosé. Jetzt willst du nicht über die Erkrankung deiner Mutter reden und irgendwie den großen Wop über diesen schönen Abend austeilen. Aber die Schweigen hat ja auch was mit dir gemacht. Also es ist jetzt ja auch so gewesen, dass du körperliche Symptome hattest, die extrem schmerzhaft sind. Ja, irgendwann habe ich meinen Rucksack nach der Zugfahrt aufgesetzt und habe gedacht, so, das tut richtig doll weh. Brennt, oder wie ist ja, das? Wie fühlt sich das an? Das fühlt sich so an, es ging bei einer Arbeit im Studio tatsächlich los, dass ich irgendwann im Radiostudio dachte, so, hier hinten, da kratzt was blöd. Mhm. Und das war jetzt nicht so dieses, wenn du mal so ein Kabel ständig mit einem Klebestreifen angeklebt bekommst und das immer wieder abreißt, wie das bei der Fernseharbeit manchmal passiert, sondern es war dann so, dass ich dachte, irgendwie tut das dann auch weh. Und dann taten mir die Schultern weh. Und dann habe ich mich abends zum Duschen ausgezogen und habe dann in den Spiegel geguckt und habe gedacht, so, ja, das ist ja wohl nicht wahr, was da auf meinem Rücken gerade passiert. Also dein Körper hat dir Signale gesendet und hat gesagt, hallo, zieh mal die Reißleine. Und Handbremse, Fußbremse, alles. Und park dieses Auto ab. Und eine befreundete Dermatologin sagte dann irgendwie, Entschuldigung, ja, das ist eine Gürtelrose und kannst du mir mal bitte tief in die Augen gucken, was ist los? Und da habe ich irgendwie bitterlichst geweint und habe gesagt, ich kriege mein Leben nicht mehr auf die Reihe. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Und dann hat die gesagt, so, dir ist schon klar, dass du gerade hochinfektiös bist und du gehörst jetzt nach Hause. Und jetzt ruhst du dich aus und machst mal 3 Tage gar nichts und dann schreibe ich dich mal krank. Und das ist ja auch bei uns Freiberuflern, ich schreibe dich mal krank, schon klar. Ja, ich sehe mal zu, dass ich niemanden anfasse, der sich anstecken könnte und mache mir einen Schal um den Hals. Und dann habe ich ist das versucht. Schlimm, ich lache jetzt auch, ja, weil wir sind bekloppt. Weil das eigentlich total bekloppt ist. Ja. Und deswegen sage ich, wenn jemand, also wer uns jetzt zuhört und zuguckt, wenn es jemandem so geht, ja, nehmt die Handbremse in die Hand, vertraut euch jemandem an, und macht mal Ruhe. Sagt jetzt Marco Schreil, der es in der Phase auch nicht gehabt hat. Aber heute sagst du natürlich, das wäre sehr viel besser gewesen. Du hattest gerade erzählt, dass du da nachts gefahren bist, diese 400 Kilometer, und bei der Mama vor der Tür gestanden hast, keinen Schlüssel mehr hatte, weil sie das alles nicht wollte. Sie wollte ja auch nicht kontrolliert werden. Sie wollte den Zugang in ihren... Ihr Radius wurde ja immer enger. Und nachher war es ja eigentlich nur noch die Wohnung, bisschen die Nachbarin. Wer waren deine Verbündeten, wie es ihr eigentlich geht?
Es war die Nachbarin zum Beispiel, die wirklich das gut hinbekommen hat. Die Nachbarin, die auch an dem Tag, als meine Mutter zusammenbrach, mich informiert hat und gesagt hat, jetzt geht es ihr richtig schlecht. Und das ist ja das Absurde, ne? Dass ich dann sogar noch zu ihr gesagt habe, jetzt bitte hilf ihr nicht nochmal auf, sondern hol jetzt bitte den Notarzt, weil dann kommt sie wenigstens mal in die Klinik und wir können ihr irgendwie helfen. Und das ist eine schwierige Situation gewesen. So eine Entscheidung dann eben auch zu treffen, zu sagen, wir lassen jetzt die Situation so absurd und so schmerzhaft, sie vielleicht auch für die Mutter und für dich ist, wir greifen nicht ein. Ja, genau so war es. Und es war leider ein paar Wochen zu spät. Also meine Mutter kam in die Klinik, sie hatte dann schon irgendwie ein sehr massives Organversagen. Also das geht auch einher mit Chorea Huntington? Ja, oder war das also was Stück anderes? Für Stück verabschieden sich Organtätigkeiten. Der Körper verliert einfach seine furchtbar. Leistungsfähigkeit. Und das zu erleben und das auch zu wissen, dass meine Mutter quasi auf dem Gaspedal stand bis ganz zum Schluss, aber die Geschwindigkeit gar nicht mehr halten konnte. Noch zu funktionieren so einen Rest Selbstwürde zu haben? Das war für mich ganz schwer nachzuvollziehen. Also auch als ich ihre Wohnung betrat danach und dachte so, hatte das schon lange nicht mehr im Griff. Ja, wie schade, dass wir das nicht hinbekommen haben und wie schade. Hast du es in der Dimension gesehen, wie du es erwartet hast oder war es schlimmer, als du es erwartet hattest? Es war schlimmer, ja. Also als ich versuchte, das Fenster zu öffnen, war mir klar, wenn Fenstergummis so kleben, dann ist dieses Fenster über Monate nicht geöffnet worden. Und festzustellen, dass sie es ab und an mal nicht ins Badezimmer geschafft hat, hinterlässt dann auch Gerüche und andere Spuren. Erfüllt dich das mit Scham? Weil ich kann mir schon vorstellen, als ich es gelesen habe, alles gut, das meiste schon, ich muss es eher als Frage formulieren, alles gut, das meiste schon, so müsste man es ja betonen, dass auch viele schambesetzte Momente dabei waren. Ja, auch für dich, eine Mutter zu haben an deiner Seite, die ja verwahrlost, ob der Krankheit. Absolut. Also da triffst du ins Schwarze. Das war so, ich dachte immer, ja, du kannst es eigentlich wirklich keinem erzählen. Mhm. Und wenn jemand auf dem... Du bist ja so ein hochästhetischer Mensch. Auf dem Gang kommt, vielen Dank. Wenn jemand auf dem Gang kommt und sagt so, alles gut. Und ich sage so, nee, gar nicht. Und dann fragt man, warum? Und was würde man dann sagen? Ja, eigentlich gar nichts. Also diese Frage fühlt sich für mich im Leben so ad absurdum. Ich möchte, also geöffnet habe ich mich den Kolleginnen und Kollegen oder den Nachbarinnen und Nachbarn und Freundinnen und Freunden, die gesagt haben, sag mal, du, wie siehst denn du aus? Was ist denn los? Warum guckst denn du so traurig? Und ich denen sagen konnte... Dass dein eigenes Leuchten weg war. Weil ich traurig bin gerade. Und wenn du Zeit hast, erzähle ich es dir gern. Wenn du Kraft hast, dazu auch. Und ansonsten fummel ich mich da schon durch. Also es war wirklich, es fühlte sich so wie zu einem 100-Meter-Lauf antreten und nach einem Marathon wissen, das Ding ist immer noch nicht zu Ende. Das geht immer noch weiter. Und ich war wirklich erschöpft. Ich war am Ende. Und es war für mich ganz schlimm, mich von meiner Mutter zu verabschieden und zu wissen, jetzt stirbt sie. Aber es war irgendwie so ein schönes Gefühl zu wissen, jetzt geht sie darüber. War es auch eine Erleichterung? Ja, es war eine absolute Erleichterung. Und ich weiß, es gibt Menschen, die verlieren, so wie du deinen Bruder von 0 auf 100 verloren hast, habe ich meinen Vater von 0 auf 100 verloren. Und man fragt sich in dieser Sekunde, ach warum? Das gibt's doch nicht. Wir hatten doch noch so viel zu tun. Bei meiner Mutter war der Punkt, wo ich auch dachte, wir hätten noch so viel zu tun gehabt, aber ich kriege es auch so hin und du auch. Geh vorwärts, geh schon vor, ich komme irgendwann nach. Aber Chorea Huntington ist bei der Mama ausgebrochen, da war sie 50. Du bist jetzt auch 50. Kommen bei dir so Parallelen, dass du dachtest, das hätten wir mit dem Papa noch zusammen erleben können. Also, dass du immer in so zeitlichen Vergleichen bist. Mhm. Also, ich hatte mit meinem Vater so ein Ding laufen, dass ich mit ihm gerne noch mal eine Wohnmobiltour gemacht hätte, die wir leider nie gemacht haben, wo ich mir überlege, vielleicht kommt irgendwann der Moment, wo ich es alleine mache und Papa in Gedanken mitnehme. Bei meiner Mutter war das auch so, dass ich dachte, Mensch, eigentlich hätte ich ihr gerne mal noch so Städte wie Barcelona gezeigt oder mit ihr eine Shoppingtour durch Berlin gemacht oder wäre mit ihr einfach, was wir nie gemacht haben, mal mit der Vespa durch die Gegend geknattert. Ich fahre seit ganz vielen Jahren Vespa und sie hat immer gesagt so, fahr nicht so schnell. Ich hätte ihr gerne mal gezeigt, was für ein erhebendes Gefühl das ist, wenn man da drauf sitzt und einem der Wind um die Ohren fegt. Das lernt man ja aber daraus, wirst du auch gelernt haben,
machen. Hm. Nicht morgen, sondern heute. Und dieses Glas Wein, was wir heute noch zusammen trinken können, bleibt ist viel, viel wertvoller als die Stunde Schlaf, die wir mehr haben, um morgen gut auszusehen. Gerüche verblassen, Erinnerungen an Parfums, an die Stimme, all das verblasst ja im Laufe der Jahre. Was bleibt denn? Ist das auch ein Erinnerungsgeschenk, das Buch an deine Eltern? Weil der Tod beider Eltern, und das muss man ja sagen, tragischerweise ist dein Vater dann auch sehr früh verstorben, ist ja wie so ein viele Erinnerungsinseln und eben auch ein Erinnerungsgeschenk, oder was bleibt? Das ist schön, dass das bleiben kann. Also auch so, wenn ich dieses Cover sehe. Also ich weiß, dieses Foto, als das entstand, dieses Kinderfoto, habe ich meine Mutter noch so irgendwie dunkel im Kopf. Und ich dachte mir, ich möchte diese Pose exakt nochmal nachstellen. Schon allein sowas zu machen, hält meine Mutter. Bei der Tapete hat es nicht ganz funktioniert. Genau, die war nicht mehr aufzufinden. Das erhält meine Eltern also irgendwie... behalte ich sie auf diese Art und Weise da. Und ja, natürlich, ich habe es meinen Eltern gewidmet. Und über sie zu schreiben, ohne sie zu fragen, ob ich schreiben darf, hat mir kurz ein schlechtes Gefühl gemacht. Aber ich glaube, wenn sie es lesen würden, würden sie am Ende zuschlagen und sagen, hast du gut gemacht. Und schön, dass du das so und so und so erzählt hast. Und es ging mir auch darum, nicht nur das Schlechte und Traurige zu erzählen, sondern auch zu erzählen, dass wir wirklich eine tolle, coole Gang waren und ganz viel gelacht haben. Bis der Schmerz dann kam, und das merkt man eben lesen, diese Verbundenheit. Aber hast du denn das Gefühl, wir haben noch Nachholbedarf bei dieser Erkrankung Chorea Huntington bei uns in unserem Land? Also viele wissen das jetzt schon, dass es Demenztests gibt, wenn man merkt, die Großeltern werden vielleicht dann doch ein bisschen sonderbar. Aber du wirst ja jetzt auch so ein bisschen zu einem Botschafter, sage ich jetzt mal, für diese Krankheit. Weil ja, ich weiß auch, dass dieser Rucksack schwer ist. Mhm. Und ich habe in der Recherche zum Buch ja auch wirklich Menschen kennengelernt, die betroffen sind, und auch Menschen kennengelernt, die indirekt betroffen auch sehr sind. Junge Menschen, ne? Und denen eine Lobby zu geben, das klingt jetzt so gönnerhaft und das klingt so wichtig, ist es mir aber auch. Denen eine Lobby zu geben und zu sagen, schaut sie euch ganz genau an, geht ganz genau mit ihnen um. Und schon allein die Tatsache, eine Patientenverfügung zu Hause gehabt zu haben, die 12 oder 15 Jahre alt ist, ja, die hatten wir, sie war zu alt. Sie war zu alt, die muss nämlich regelmäßig erneuert werden. Wusste ich nicht. Ist nochmal wichtig, dass du das sagst. Es gibt einen sensiblen Blick, natürlich Gespräche auch mit Ärzten, Background-Gespräche mit jungen Menschen, die schon mit 40 an dieser Krankheit dann von der Krankheit betroffen sind. Aber ich glaube, das ist dir tatsächlich alles gelungen. Was mir noch bleibt, ist, die Jahre gehen so ins Land und es bleibt dann ja doch wie so ein lauernder Molotow-Cocktail irgendwie in deinem Body zu sagen, der Selbstbeobachtung, merke ich irgendwas an mir? Merkst du das auch? Das ist ein ganz schwieriger Moment. Also man verliert zum Beispiel den Gleichgewichtssinn bei Chorea Huntington. Wenn ich mir manchmal Schuhe anziehe und dann im Flur denke so, die Schleife schaffst du schnell noch auf einem Bein, bevor du das Bein wieder runternehmen musst und du umgefallen denkst, bist. Oh Gott, weil so. Ja, natürlich, man hört die Flöhe husten. Ne? Mhm. Und ich versuche mich aber irgendwie davon fernzuhalten. Was, ich werde jetzt 50, was total entscheidend ist. Entschuldigung, ich habe eben gesagt, du bist schon 50, du wirst erst 50. Ja, ist überhaupt gar nicht schlimm. Chorea Huntington mag keinen Stress. Okay, da bist du ja in der Branche genau richtig, Marco. Oder anders gesagt, Chorea Huntington mag Stress. So muss man es eigentlich sagen. Also wenn Chorea Huntington Stress hat, geht's leichter. So muss man es korrekt sagen. Und das habe ich mir versucht, so ein bisschen anzunehmen und vielleicht hier und da auch mal die Lebenshandbremse zu ziehen und zu sagen, ich gebe dir gar keinen Nährboden. Und dann gucken wir mal, wie wir klarkommen. Und vielleicht sind es ja die anderen 50%, die ich bekommen habe von Mutter. Und dann wäre ich am Ende ja auf der glücklichen Straße. Und das wäre ganz schön. Letzte Frage zum Schluss. Alles gut? Darf man dich noch unbefangen fragen? Antwortest du selbstverständlich, wir dürfen alles. Oder mach dich aggressiv? Nee, jeder darf das. Ich wünsche mir, dass wir sie vielleicht mal ersetzen. Und ich habe so viele Vorschläge in dem Buch gemacht. Stimmt. Sowas wie, wie geht's dir heute? Mhm. Was macht das Leben? Wie geht's den Kindern? Mhm. Wie war dein Wochenende? So Konkret werden. Die Ws mal benutzen, die wir als Journalistinnen und Journalisten irgendwann mal gelernt haben. Und dieses alles gut vielleicht eher als Antwort benutzen. Wenn jemand sagt so, wie geht's dir? Darf ich auch gern mal sagen, es ist alles gut. Wenn wir einen Gast haben bei Book Deluxe, gibt es immer eine Abschlussfrage. Wie würde der Buchtitel, lieber Marco Schreil, für deine aktuelle Lebenssituation lauten?
Oh. Oh Gott, das ist echt, das ist schwierig. Wie würde der für die aktuelle Lebenssituation lauten? Alles gut, Bindestrich, das meiste schon, Ausrufezeichen. Vielleicht ist das ja die richtige Antwort, weil natürlich geht es mir gut, aber niemals ist alles gut im Leben. Ich wünsche dir, dass du das Leben aus dem Vollen schöpfst, dass du eintauchst in das, was das Leben dir schenkt und bietet. Ich danke dir für dieses doch sehr berührende und sehr offene Buch und ich kann mir vorstellen, dass das an vielen Stellen nicht leicht war, diese schambesetzten Momente eben auch zu nennen. Aber du sagst, es ist auch sehr viel drin, was Familie feiert. Dankeschön, Marco Schreil. Vielen Dank für die Einladung. Hat Freude gemacht. Danke. Und ihr wisst ja, Book Deluxe immer mittwochs bei YouTube und ansonsten Podcast, auch unser Gespräch überall da, wo es Podcasts gibt. Tschüss. Tschüss.